Hallo Leute, ja, wir sind hier in Neubrandenburg. Da waren wir, glaube ich, zuletzt stehen geblieben. Die Tante Mimi hatte mir geschrieben, dass in Gütersloh ein weiteres Häuschen irgendwo ist, im Nordwestbezirk. Genau hier, das ist es. Das ist ein Gewerbegebäude. Das müssen wir dann in dieser Folge anschließen. Und dann gucken wir in den anderen Städten. Ich habe natürlich auch noch weiterlaufen lassen, damit wir ein bisschen mehr machen können. Und da müssen wir auch definitiv ja hier so schauen, wie viele Leute stehen hier und wo wollen die hin und passt das noch? Oder müssen mehrere Kutschen gebaut werden oder irgendwie sowas. Machen wir alles nach dem Logo. So, dann wollen wir hier mal eine Bushaltestelle anlegen für die da oben. Das ist ja nicht so ganz so schwer, weil hier eine ist. Eins, zwei, drei. Und da muss die Bushaltestelle hin. Dann ist das auch abgedeckt. Dann haben wir das richtig hier. Dann können wir diese Kutsche hier mal gerade aufrufen. Stadtbus, Gütersloh. Kutsche kann wieder zu. Und wir müssen den Fahrplan ändern, hinzufügen. Gütersloh Rathaus, na, erst müssen wir ans Rathaus wieder zurück und danach an diese Haltestelle. Dann passt's. So, dann haben wir das auch abgedeckt. Hier ist nix. Sonst, jetzt ist die Frage, gehen wir hier rum, ne? Oh, hier ist auch noch ein Häuschen zugekommen, Bad Zwischenahn. Dann müssen wir da auch eine Bushaltestelle bauen. Die wäre hier richtig, ne? Ja. Das heißt, da brauchen wir nichts, da brauchen wir nur die Haltestelle. Eins, zwei, drei und ist dann abgedeckt. Passt. Dann nehmen wir diese Kutsche hier zum Stadtbus finden und gehen hier auf den Fahrplan. Rathaus zuerst und dann die Haltestelle. Dann passt das auch. Dann gehen wir weiter nach Königsbrunn rüber. Hier ist schön alles fertig, da passt alles. Jena ist auch abgedeckt, dann Köln. Köln ist abgedeckt, die wollen hier oben ein bisschen expandieren, passiert aber noch nichts. Dann ist das nächste Neubrandenburg. Da ist alles abgedeckt, dann gehen wir nach Achim. Hier oben müsste mal langsam was passieren, Bad Mergentheim. Ist alles abgedeckt, Friedrichsdorf. Hier haben wir den Städten ein kleines bisschen was gemacht. Schwandorf. Ist abgedeckt. Lippstadt. Hier, das Zipfelchen ist schon, glaube ich, die ganze Zeit. Erlangen. Weiß nicht, ob das hier schon neu ist, dieses Zipfelchen, aber hier ist noch abgedeckt. Dann haben wir hier hinten Winnenden. Hier oben ist was länger, glaube ich. Dann gehen wir mal schnell auf die Karte, weil das ist dann zu weit weg zum Durchscrollen. Hier ist in Wilnsdorf nichts neu. Dann haben wir hier Ettlingen. Ja, da könnte hier irgendwann mal ein Haus hinten hinkommen wahrscheinlich. Dann ist Bünde angesagt. Hier ist eine schöne Straße zum See, da passiert aber nichts. Dann haben wir hier Willig. Da hätten wir hier oben noch die Option, aber da passiert nichts. Dann haben wir hier unten Bayreuth. Ja, die müssen wahrscheinlich als nächstes. Na, hier wäre noch ein Feld, wo sie was bauen können. Und hier. Sonst müssen sie erstmal Straßen bauen. Zwei Brücken war hier. Hier unten ist eine Möglichkeit. Hier haben sie auch schon. Dieses war schon länger, aber dieses hier ist neu. Ja, und hier sind schon Stadtstraßen raus geworden. Diese Überlandstraße. Dann haben wir noch Lüneburg. Ja, da ist hier noch eine Ecke, wo was gebaut werden kann. Und dann sind wir, glaube ich, rund und sind in Gütersloh wieder, wo jetzt nichts mehr ist. Gut, dann würde ich sagen, machen wir Liste auf. Gehen dort in die Haltestellen und machen nicht Bezeichnung, sondern wartend. Und schauen mal, das war keine. Okay, da Gütersloh ist das meiste. Das ist der zentrale Bahnhof. Da ist es aber schwierig reinzugucken, wie immer. Aber Reiterallee und Weinberg ist Gütersloh intern. Okay, das heißt, intern brauchen wir nichts machen. Jetzt ist die Frage, wollen die anderen 135 hin, ne? 49 nach Lüneburg. Und dann auch noch zum Rathaus auch nochmal 20. Ja, das heißt, hier die Querverbindung bräuchte vielleicht einen Zug, aber das ist der Zug, der auch nach Königsbrunn dann fährt. Aber Königsbrunn haben wir hier 4 und 4 noch dazu.
Ja, es sind schon viele. Welcher ist das denn jetzt? Der fährt jetzt nach Lüneburg, will ich hoffen. Dann nimmt er die alle mit. Aber der nimmt die alle nicht mit, weil nicht alle da bleiben, ne? Alle reinpassen. Rathaus ist komplett weg, aber Burg bleiben welche über. Ja, da stehen immer noch 8. Lüneburg ist klar, dann kommt Gütersloh, dann kommen 2 Brücken, da sind auch einige. Vielleicht ist es. Ah, warte mal, der nimmt jetzt die 2 Brücker mit. Wo ist denn hier der nächste, der in diese Richtung will? Da ist keiner. Der fährt weg. Ah, da kommt er, okay. Aber ich glaube, die lassen wir so stehen, das muss auch klappen. Ich glaube, das ist schon okay so. Wir können ja gerade mal warten, er hat 107 dabei. Nimmt jetzt mehr mit, ja, nimmt mehr mit. 99, das heißt, 8 sind vorher weniger. Also er hat 8 Stück mehr mitgenommen, wie er hingebracht, hierher gebracht hat. Sollte passen. Da sind schon wieder 14 für die Burg. Aber das müsste alles gehen, denke ich mal. Aber hier 2 Brücken. Ah ne, warte mal, 2 Brücken, das ist Bad Zwischenahn. 2 Brücken ist hin. Fährt er nach Bad Zwischenahn? Ne, der fährt nach 2 Brücken, ne, oder? Ne, Bad Zwischenahn ist das, dann passt das doch. Ne, dann ist 2 Brücken da unten. Wann kommt der 2-Brücken-Zug? Da kommt er, okay. Ah, 107 stehen da jetzt. Wie viel stehen denn jetzt innerorts? 4 und 5. Wie viele Kutschen haben wir innerorts? Da steht eine. 1, 2. 1, 2, 3, 4 sind es da sogar. Okay. Ja, das lassen wir mal so. Er hat jetzt noch welche mitgenommen. Es sind nur noch 97 hier. Ah, ich glaube, hier brauchen wir nichts machen. Das pendelt sich da ein und das sind immer die, die hier hin und her wollen. So, Neubrandenburg, da sieht es schlechter aus, weil es da rot ist. So, was haben wir denn hier so? Neubrandenburg. Intern hier unten. 15. Hans-Eisler-Straße. 9 und 6. Und wo sind die Kutschen alle? Eine fährt darum. Da, da, da. Eislerstraße ist hier, wo jetzt 20 schon stehen. Fährt der da hin? Ne, der fährt zum Rathaus. Muss mal gerade kurz schneller stehen. Ach, was ich euch sagen wollte, guckt mal hier unten, ne? 750.000, wo ich schneller laufen lasse. Wir haben ein paar Monate vorlaufen lassen und wir haben ziemlich viel Geld gemacht. Wir können auch gerade hier noch einmal in den Monat reingucken, damit ihr seht, wie schön das hier alles klappt, ne? Also hier unten, da war einmal noch negativ, glaube. Die gelbe Linie ist natürlich äußerst schlecht zu sehen. Hier sieht es null aus, da geht es, glaube ich, runter. Und sonst sind wir immer positiv und das Positivste war halt hier mit 31% vom Monat. Und wie ihr seht, es bleibt immer oben. Wir haben definitiv gute Zahlen. Dafür arbeiten wir hier an diesen Sachen nämlich dran. Ich glaube, wir setzen hier noch in Neubrandenburg noch eine Kutsche ein, oder? Klausbruchstraße, wo sind die? Die ist da, die waren doch da gerade erst, oder? Kam doch davon zurück, die Klausbruchstraße hier. Er kommt doch davon wahrscheinlich. Ja, komm, wir machen mal hier noch eine Kutsche mehr drauf. Das mit dem und Stadtbus Neubrandenburg. Ja, starten. Gut. Und sonst? Bad Mergentheim, Achim, die fahren nach Norden. Hier noch mehr Bad Mergentheim, Schwandorf, das ist auch nach Norden. Schwandorf, Wilnsdorf ist, ja, könnte auch darüber fahren, ne? Bad Mergentheim, ja, genau. Erlangen, alles nach Norden, ne? Wann kommt denn hier der nächste Zug? Ich glaube, da könnte einer drauf sein, ne? Dass der dahin fährt. Die sind alle weit, weit weg jetzt hier. Oh, wir haben Pause drin. Der kommt jetzt zurück. Der fährt noch weg. Der fährt noch weg. Ja, ich glaube, wir setzen da mal gerade schnell einen Zug drauf. Wäre jetzt gerade die beste Möglichkeit wahrscheinlich. Lok. Den. Passagierzüge. 2, 3. Und Aachen mit mehreren vielleicht auf Brandenburg. Passt, starten. Ich glaube, das ist besser, wenn nur noch einer fährt. Gut, Neubrandenburg lassen wir jetzt mal so. Dann ist Königsbrunn angesagt. Königsbrunn Rathaus.
Königsbrunn Kryptstraße, ne, Krugstraße. Ja, das heißt, da müsste eigentlich einer hin, ne? Eins, zwei, ja, sind ja ein paar da. Eins, zwei, drei, vier Kutschen sind das. Viermal, ja. Wo ist die Krugstraße? Da oben. 26, nee, das reicht nicht. Da muss noch eine Kutsche hin. Ist nur die Frage, ob nicht einer dahin fährt noch, ne? Aber das kriegen wir ja schnell raus, indem wir gerade die Linie mal einmal anpacken, ne? Stadtbus. Fahrzeugliste 1, 2, 3, 4, 5. Nur die Frage, wo der ist. Der ist aber in der Stadt, ne? Oder? Ja. Und der zweite hier, ja, der muss auch in der Stadt sein. Das heißt, wir sollten vielleicht hier nach Königsbrunn noch eine Kutsche schicken. Ist die wirklich von da hinten loszuschicken? Nein, hier ist noch ein Depot. Und das war Königsbrunn. Und starten. Gut, fährt. Können wir so lassen. Dann haben wir Bad Mergetheim. Hier am Rathaus, wie viele stehen da? 66 Passagiere. Trenaer Straße. Die ist da. Ist das so? Stehen nur 10. Achso, da wollen noch 10 hin. 34 hin. So sieht's aus. Das bedeutet auch 10 wollen da weg. Das heißt, wo gibt's hier ein Depot, ne? Ich glaube, hier oben gibt's keins. Das ist das Depot hinter. Na komm, so weit ist es nicht, dann können wir das doch nehmen. Kutsche. Und das war Bad Mergentheim. Und starten wir auch mal. Weil da waren sowieso zu wenig drauf, ne? 2, 3, 4, ja, würde mit 34 ja nicht reichen. Fahren also 5. So, dann haben wir hier noch einen Halt. So, das ist von hier nach da. Lippstadt Rathaus, der Zug müsste dann mal fahren. Aber Lippstadt Rathaus, der Zug, der hat hier eine Wartezeit drin, ne? Ich glaube, das müssen wir ändern. Lass uns das mal ändern hier. Ich glaube, das mit dem Fahrplan ist jetzt hier. Hinfällig. Warte auf Mindestbeladung. Lass den fahren. Ich glaube, die Zeiten sind vorbei, wo da keiner mehr ist. Die Städte sind alle gut gewachsen. Da muss bestimmt, wird noch schneller werden, die noch wachsen, wenn die Züge jetzt regelmäßiger fahren hier. Und der ist ja mit 27 auch gar nicht mal so viel wenig drin, ne? So, das haben wir. Jena. Jenas Rathaus ist hier. Intern sind hier 51, ne, 58 stehend. Das heißt, 1, 2 Kutschen sehe ich, 3, 4 Kutschen sehe ich, 5, 5 Kutschen sehe ich. Komm, zack, noch eine drauf. Einmal Stadtbus Jena. Gut, passt. So, er fährt mit 27 dahin. Gucken wir mal, wie sich das entwickelt bei dem. So, Willensdorf Rathaus. Ja, der ist auch hier, glaube ich, eine Haltestelle, ne? Die da nicht permanent und ständig gefahren wird. Am Langen Teich. Das ist auch intern. Ich sehe zwei Kutschen fahren. Ja, mehr ist nicht. Wo ist denn das Depot? In der Stadt, okay. Lass das mal in Willensdorf auch fahren. Noch eine Kutsche mehr, ne? Ach, starten. Ne, warte mal, ich mach da lieber zwei, weil das waren so viele. 46, ne?
Da können wir ruhig zwei fahren lassen. Ist zwar nur kurze Strecke, aber trotzdem. So, er hat schon die abgeliefert, die 27, und fährt mit 46 zurück. Jetzt bin ich gespannt, wie sich das da verhält. Bünde Rathaus. Stehen 48. Bünde Max, auch intern hier. Wo ist denn die Max? Da, Max-Beckmann-Straße ist da, Beckmann-Straße ist da. Und wir haben hier, wie viele Kutschen? 1, 2, 3, 4, 5, sind 5 Kutschen drauf, aber das sind trotzdem 8, 42. Eine noch mehr, bitte. Bünde war das, ne? Starten mal. So, das haben wir. Er fährt noch mit seinen 46 durch die Gegend. Ach, im Rathaus. Kommt gerade ein Zug an. Aber hier sind drei Haltestellen intern. 30, 42, 47. Der Rest fluppt, aber die 47 innerstädtisch fluppen nicht. Und wie viele Kutschen haben wir denn hier so? Na komm, das können wir schon zumachen. Hier hinten ist keiner, da ist einer. Zwei wohl. Fünf. Dann machen wir da noch sechs da drauf. Kommt hier weg, ne? Zweier gespannt. Der Kutsche und das war Ache. Läuft. Was fährt er jetzt? Nur noch acht. Aber trotzdem, der macht auch eine große Summe hier plus und wir werden das erstmal noch laufen lassen und ein bisschen beobachten. Bünde, Ache, machen wir jetzt Friedrichsdorf. Rathaus. Hier sind intern keine, die wollen alle nach Achim und Schwandorf. Geht's, glaube ich, hier lang und Willensdorf. Vielleicht aber auch. Aber die 12, die sind jetzt nicht so schlimm, denke ich. Ich glaube, da kommen wir jetzt auch mit hin, ne? Willensdorf Wald ist jetzt hier. Da geht es natürlich um Schifffahrt. Da haben wir gerade 100 Personen wartend. Jetzt kommen da gleich einer ist weg und drei kommen noch. Machen wir gerade die drei weg. Trotzdem noch 100. Und 47 zur Burg, 2 in das Städtchen und dann nochmal 27 ins Städtchen. Drei wollen noch weg. Aber haben wir hier. Ah, hier ist es noch. Da müssen wir die Linie bearbeiten. Das nehmen wir auch raus, den Fahrplan hier. Abfahrt. Auf Mindestbeladung warten. 0. Ja, passt. Lass ihn fahren. Die zwei Züge können wir uns leisten, oder? Jetzt fährt er aber gar nicht, ne? Nochmal. Fahrplan. Warte auf Mindestbeladung. 0. Passt. So, weil das Fenster offen ist? Nee. Den eigenen Fahrplan? Nee. Nee, eigentlich müsste er da fahren. Keine Ahnung, warum er es nicht macht. Vielleicht wartet er und fährt dann immer. Kann auch sein. So, hier war. Ach so. Hier, er fährt jetzt. Ach, wir haben Pause drin, deswegen fährt er nicht. Warum fährt er? Warum war da eine Pause drin? Ich weiß es nicht. Jetzt fährt er auf jeden Fall. So, er fährt natürlich mit niemandem hier durch die Gegend, aber das müssen wir jetzt aushalten, ne? Ja, hier sind die Internen jetzt gefragt, ne? Oder? Volksmarstraße? Ah, ne, das letzte orthodoxe Kirche ist ja woanders. Dann müsste er eigentlich mit dreien da durch die Gegend fahren, oder? Das sehen wir hier und es sind die drei drinnen. Hier steht wieder einer, okay? So, intern sind es 29. Da sind wir gerade zwei Kutschen, die ich jetzt hier sehe, ne? Lippstadt. Da. Kopier mal und mach beide zwei drauf.
Weil zwei Kutschen sind hier zu wenig, wenn da schon so viele stehen. Da steht jetzt mal keiner. Wo ist die zweite Haltestelle jetzt? Da stehen auch 23, das macht Sinn, da noch zwei Kutschen draufzusetzen. Gut, er wollte man noch beobachten. Und was hatten wir hier? Melnsdorf ist geklärt eigentlich, oder? Ja, das war der Hafen. Ja, Wilnsdorf ist intern, Lippstadt ist übers Wasser, das sind 8, Friedrichsdorf ist übers Wasser einer und Ettlingen sind 15. Ich glaube, das können wir so lassen. Bad Mergentheim hier waren keine stehend. Hier 45 stehen. Die wollen alle weg. Naja, da kommt aber der Zug gerade. Ne? Dann lass mal gucken. Okay, der hat 18 mit. Die werden alle darüber müssen. Das fluppt hier aber so weit. Sind die 45 mit oder wie waren das? Ja. Das passt dann. Hier steht niemand und hier müssen jetzt die 18 stehen. Ne? Tun sie auch. Das heißt, der fährt zweimal rüber und sollte dann genug haben. Auch gut. Ja. Jetzt können wir den hier nochmal gucken gerade. Dieses Rathaus. 34 Passagiere. Davon sind 9 intern. Das heißt, wir haben auch, da kommen auch Kutschen jetzt gleich vorbei. Sollte also kein Problem sein. Das funktioniert. Und die anderen Züge will ich jetzt auch nicht aufstocken. Er hat hier zwei drinne. Okay, der wird jetzt gewinnmäßig. Ah, ist ein neuer Monat angefangen. Hier sind wir jetzt kurz nochmal ein knapp nach Monatsschluss im Minus, aber das bauen wir auch auf. Ich denke, das können wir erstmal so lassen. Hier in Schwandorf, da stehen nochmal am Rathaus so viele Leute. Können wir gerade nochmal reingucken. Ah, das sind einige, die da auch intern noch stehen, ne? Auenrund ist der Hafen. Schwandorf am Tore ist aber nicht der Hafen. Das heißt, hier wäre eigentlich auch nötig, noch Kutschen hinzumachen. Schwandorf. Kopier die mal und setz mal noch zwei drauf. Gut, das soll es für die Folge dann gewesen sein. Ich bedanke mich erstmal recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.